Aus meiner Sicht natürlich, dass ich immer sehr viel zuhören kann und eine Menge Dinge lerne, die so ganz abseits von dem Thema sind, in dem ich mich natürlich gut auskenne, dem Sport. Der Vortrag von Ole Alvarsson für mich, wie er es gemacht hat, so die Transformation von seinem Martial Arts Sport zu einem Unternehmer, mit großartigen Visionen und auch die Art und Weise, wie er es vorgestellt hat. Da sieht man schon, dass er es häufig macht, dass er selbst Coach ist für Unternehmer. Und natürlich auch gerade der Vortrag von Reinhold Messner, der wahnsinnig interessant erzählen kann. Also ich denke mal, aus meinem persönlichen Bereich, die Erfahrung, wann Misserfolg da war und vielleicht auch Scheitern und wann Erfolg da war, lässt sich gut auf Unternehmensführung oder überhaupt erfolgreiche Unternehmen projizieren, dass es immer eine Leistung von Teamgeist ist, also von verschiedenen Mitgliedern, die in einer guten Kombination, wo dann eben auch diese sprichwörtliche Chemie, diese Gruppendynamik besser wird und die ganze Gruppe besser macht, wo diese Leistungen eben vor diesem Hintergrund die Parallelität zum Sport finden. Und das ist sicherlich eine Erkenntnis, die fast noch weniger für mich als vielmehr, glaube ich, für Leute, die im Geschäftsleben tätig sind, wichtiger ist.